Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Die Sonne scheint, es ist ein herrlicher Sommertag und das passt sehr gut zu dem Thema heute. Denn wie ihr alle wisst, ich habe eine Photovoltaikanlage seit 2017, die erweitert wurde im Januar 2020 auf inzwischen 8,75 Kilowatt Peak. Außerdem habe ich einen Wechselrichter von Fronius, den Gen 24, einen sehr leisen, sehr effizienten Wechselrichter, den ich euch auch schon mal in einem Video vorgestellt habe, das ich auch nochmal oben verlinke. Was ich nicht habe, das sieht man im Moment ganz deutlich. Ich nehme euch mal mit runter. Also da ist der Fronius und was euch natürlich sofort auffällt ist, ich habe meinen Keller nicht nur aufgeräumt, sondern er ist sogar auch noch frisch verputzt und weiß gestrichen. Und das hat wirklich seinen Grund, denn es geht um einen neuen Stromspeicher, den Resuflex von LG Energy Solutions. Vielen von euch ist bestimmt aufgefallen, dass hier kein Auto steht. Naja, ganz einfach, weil ich die Einfahrt brauche, denn hier werden gleich drei Menschen auftauchen, die ich sehr herzlich hier begrüße und die diesen Speicher hier installieren zusammen. Und es ist der erste in Europa installierte Resuflex-Speicher. Und der kommt zu dieser Date in den Keller. Ja, wunderbar. Das ist hier von LG Energy Solutions Europe. Richtig? Ja, genau. Und das ist der Stefan Kokowski, der Vertriebschef. Ich bin für Vertrieb und Marketing zuständig. Sehr gut. Ich bin der Marketingmanager Lukas Lambert. Hallo. Ich bin der Service Manager Michael Gutwein. Da ist doch gar keine Frage, dass wir heute diesen ersten europäischen Resuflex hier installiert kriegen, oder? Das erste System in Europa. Wahnsinn. Der Speicher selber ist ja noch gar nicht da. Das liegt, glaube ich, daran, weil Michael Simon, der gleich auch noch kommt, den ihr alle kennt von Sunny Solar, das wahrscheinlich in sein Lastenfahrrad nicht reinkriegt, oder? Nee, wir waren gerade dort und er sucht gerade einen Anhänger. Ja. Das ist doch relativ schwer, aber es ist in Komponenten. Das ist das Schöne. Ja, es ist modular, aber es ist jetzt nicht so, dass man es einfach unter den Arm klemmt. An dieser Stelle spätestens merkt natürlich, es ist ein Werbevideo, deswegen ist es auch als solches gekennzeichnet, weil Werbevideo die Definition ist, ich habe was davon, dass ich dieses Video drehe. Ich sage nicht, das ist der beste Speicher der Welt, weil das wissen wir ja noch gar nicht. Ich meine, wir gehen davon aus, aber ich habe ihn ja noch gar nicht probiert. Aber ich habe was davon, dass wir dieses Video drehen und das ist natürlich eine tolle Sache. Deswegen frage ich mal gleich, wenn ich hier schon den Vertriebschef habe und Marketingchef, was ist denn das allerbesonderste an diesem Resuflex? Das Besonderste ist der modulare Aufbau. Deswegen Flex, ne? Ja, genau. Also Flex. Das ist nicht dieser Flex. Ja, genau. Man kann das Gerät sowohl an der Wand montieren, als auch bodenstehend. Ja. Und wir können es relativ hoch skalieren bis zu einer maximalen Kapazität von 17,2 Kilowattstunden und dann nochmal zwei Systeme parallel betreiben, in Zukunft jedenfalls. Und das macht das System flexibel im Einsatz und deshalb Flex. Ja. Ich habe ja einen Gen 24 Wechselrichter von Fronius, das darf ich ja glaube ich sagen, weil das ist auch ganz gut. Ich meine, ich weiß nicht, Resuflex, geht das mit allen Wechselrichtern oder mit welchen insbesondere? Unter anderem mit Fronius und einigen anderen. Mhm. Die Kompatibilitäten sind bei uns ja auf der Webseite ersichtlich. Mhm. Und wir freuen uns auf die Testinstallation hier. Genau, wie gesagt, der erste in Europa bei dieser Date im Keller. Coole Sache. Jetzt habt ihr mich ja immer sagen hören, ich brauche keinen Speicher. Ich habe so einen großen Speicher mit vier Rädern in der Einfahrt stehen. Und das stimmt ja auch. Also mein Elektrofahrzeug hat ja 78 Kilowattstunden Speicherkapazität. Jetzt, nach 5 Jahren Photovoltaik, bekomme ich trotzdem einen Speicher. Und das hat natürlich seinen Grund. Also zum einen ist es so, dass ich nur 20-45% Eigenverbrauch habe. Das heißt, der Rest geht ins Netz. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich nachts und an nicht sonnigen Tagen trotzdem Verbrauch. Da kaufe ich mir dann praktisch den Strom wieder zurück. Auch so ein Auto ist relativ schnell voll und leider kann ich ja den Strom, den ich ins Auto geladen habe, noch nicht wieder ins Haus zurückholen. Insofern macht das schon Sinn, dass ich dann einige Tage auf jeden Fall aus dem Speicher überbrücken kann. Jetzt kriege ich einen ziemlich großen Speicher. Also im Normalfall würde ein halb so großer wahrscheinlich für mein Haus und meine Bedürfnisse reichen. 17,2 Kilowattstunden Kapazität, das ist eine ganze Menge. Aber das werdet ihr auf diesem Kanal auch merken, wohin die Richtung natürlich geht, ist, dass wir auch Wärme mit Strom machen. Und da können wir einen Speicher gut brauchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da bin ich gerade am gucken. Man könnte jetzt ganz akut zum Beispiel mit sowas wie dem Ohmpilot von Fronius eine Art Tauchsieder ins warme Wasser hängen und den Überschussstrom dafür verwenden und dann eben auch nachts oder bei dunklen Zeiten trotzdem warmes Wasser haben.
Und dann natürlich das Thema Wärmepumpe, sowohl Warmwasserwärmepumpe als auch überhaupt Wärmepumpe für die gesamte Heizung. Das sind alles Themen, die mich beschäftigen, und dafür ist auf jeden Fall mal der erste und sehr wichtige Schritt ein Speicher im Keller. So, und jetzt sind wir gespannt, ob der Michael mit dem Fahrrad kommt oder doch mit einem Anhänger, und wie wir diese 230 Kilo Speicher in den Keller kriegen und installieren heute an diesem wunderschönen Junitag. Da ist der Michael. Hallo, darf ich dich kurz begrüßen? Grüß dich. Danke, dass du da bist. Bekannt aus Funk und Fernsehen, von YouTube, sag ich jetzt mal. Und das wird mein neuer Speicher. Wie nennt man das, wenn einer schafft und alle zugucken? Arbeitszeitung. Also, was wir hier schon mal sehen, das sind vier Batteriemodule zu je 4,3 Kilowattstunden Kapazität. Und dazu ist hier wahrscheinlich noch das Steuergerät drin. Und ich würde sagen, jetzt packen wir mal aus. Da sieht man jetzt quasi schon mal die realen Ausmaße. Genau. So sind ja eigentlich alle Module, nur die anderen sind schwerer, ne? Ja, leider. Okay, weil dann können wir nämlich unten mal kurz abmessen, wohin der zu stellen wäre. Genau, dann können wir mal überlegen, wie wir den aufbauen. Wenn jetzt ein Speicher, der nicht modular ist, kommt, dann wiegt der ja auch was, oder? Oh ja, es gibt durchaus Speicher, die man nur mit schwerem Gerät bewegen kann. Ja. Dann noch eine enge Kellertreppe, dann wird es manchmal sehr spannend. Da ist eigentlich ganz praktisch, dass es hier Module gibt. Also ich habe jetzt gerade die geballte Kompetenz hier mir in den Keller geholt, weil wir haben jetzt ja gesehen, wie die Teile aussehen. Wir haben gesehen, wie groß sie sind, wie schwer sie sind. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich kann man sie nebeneinander an die Wand hängen, genau. Oder man kann sie koppeln und theoretisch sogar auf Rollen stellen oder eben als Standgerät. Wir müssen natürlich schauen, dass hier der Schrank aufgeht. Dann haben wir Abstände, die wir einhalten müssen. Ja, Abstände sollten nach dem Manual eingehalten werden. Mhm. Deswegen sollte die Batterie in diesem Bereich hier eingebaut werden. Okay, also nicht unter dem Wechselrichter. So steht er dann hinterher da drin. Okay, ja, ist doch gut. Okay, dann ist jetzt vor allem Michael mit Martin dran, um hier die Module aufzubauen. Und wir gucken, wie das langsam in meinem Keller entsteht. Herr Krokowski, ich habe ja mal eine Frage. Wir gehen mal darüber. Also mit Batterien kann ja was passieren, und was ich jetzt schon mal vorwegnehme, was einige unten drunter schreiben werden, auch bei LG-Batterien ist ja was passiert, stimmt's? Wir haben zurzeit ein Umtauschprogramm am Laufen, bei dem wir Zellen aus einem bestimmten Produktionszeitraum austauschen gegen neue Geräte. Mhm. Ich möchte das gerne auch nutzen, um Sie aufzurufen, wenn Sie ein Gerät von uns besitzen. Gehen Sie bitte auf unsere Webseite lgessbattery.com. Dort finden Sie die Möglichkeit zu schauen, ob Sie von uns kostenfrei ein neues Gerät erhalten können mit einer neuen 10-Jahres-Garantie. Wir tauschen die freiwillig aus. Es gab bei einigen dieser Produkte Abweichungen im Bereich der Zellen, mhm, und wir haben uns deshalb entschlossen, die alle zurückzurufen. Das hat gequalmt, ne? Es hat gequalmt, ja. Das würde ich jetzt natürlich nicht gerne in meinem Keller haben, und ich habe jetzt ja ein, ich wage schon den Begriff nicht, ein brandneues Gerät und auch noch das erste in Europa. Hat das irgendwas mit den Dingern zu tun, die mal gequalmt haben? Also nein, das sind natürlich ganz andere Zellen. In dem Gerät hier haben Sie zum einen einen ganz anderen Zelltypen als den betroffenen. Dann haben wir die Fertigungsprozesse natürlich angeschaut und verbessert, sodass wir davon ausgehen, dass das auf keinen Fall mehr passiert. Und dieses Gerät hat auch tatsächlich nochmal eine andere Zertifizierung, UL9040A ist das, glaube ich, die in den USA Anwendung findet, und das erfüllen zurzeit nur sehr wenige im Markt mit ihren Geräten. Also ich denke nicht, dass sie da irgendwelche Sorgen haben müssen. Okay. Das würden ja sonst auch alle mitkriegen, wäre ja ziemlich blöd. Genau. Weil die Kollegen da ja diese Module jetzt gerade auf die Füße stellen und dann an die Wand montieren und dann voreinander koppeln, haben wir ja noch einen kleinen Moment Zeit. Sie haben gerade gesagt, Sie haben ja auch auf der The Smarter diese neuen Zellen gezeigt. Was ist daran das Besondere? Also ich meine, natürlich gibt es immer Weiterentwicklungen, aber was ist da die Weiterentwicklung von diesen Zellen? Also für uns das Besondere ist vor allem die kleinere Größe. Dadurch können wir mehr davon in Reihe schalten. Und das ermöglicht uns, die höhere Spannungslage ohne Konverter zu erreichen, was eben bedeutet, wir brauchen keinen Konverter in dem Gerät für einen Hochvoltspeicher. Und das macht eine Komponente verzichtbar. Ist übrigens auch sehr hilfreich bei der aktuellen Halbleiterknappheit. Mhm. Denn Sie kriegen im Moment ja kaum die Halbleiter, die Sie brauchen, um die Konverter zu bauen.
aus? Genau, das ist nämlich ein wesentlicher Punkt von diesem Speicher, ja, weswegen ich den ja auch so interessant finde, dass der ja praktisch zwischen die Photovoltaikanlage und den Wechselrichter eingebunden wird, sodass er praktisch den Gleichstrom direkt ungewandelt verarbeiten kann und dann im Bedarfsfall über den Wechselrichter erst in Wechselstrom, den ich im Haushalt brauche, umwandelt. Genau. Ja, das ist, hängt natürlich mit dem Wechselrichter zusammen, den Sie hier einsetzen. Gutes Gerät. Deswegen kann man das auch nicht mit jedem Wechselrichter machen, weil der diese Aufgabe eben übernehmen kann. Ja. Das ist jetzt das Kabel, wo die Akkus miteinander verschaltet werden, ja? Ja, okay. Das sind die. Und warum ist es so lang? Weil man sie eben auch weiter auseinander machen kann. Ja, also durch die flexible Konstruktionsmöglichkeit haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, einfach aufeinander zu stapeln oder hintereinander zu stellen und die Verbinder direkt einzubauen, sondern muss sie einmal zur Seite und einmal nach vorne machen können. Das heißt, wir arbeiten mit Verbindungskabeln. Und die muss man jetzt eben einstecken. Jetzt kommt das zweite Modul. Okay, hat schon Füße dran. Das Kabel wird jetzt hier Ach, das geht außen raus. Und dann hier rein, hier unten hin und dort. Verstehe. Das ist jetzt schon schön verlegt. Und das andere ist jetzt das, was ans nächste Modul dran kommt. So ist es, genau. Schon, wie das Ganze aussieht. Oh, ich sehe, du hast hier etwas geöffnet. Ja. Was passiert denn gerade? Ja, wir sind in den Anschlussbereich vom Wechselrichter wieder zurückgekommen. Aha. Und siehe da, da gibt es neben den zwei PV-Leitungen auch noch den Anschluss für Batterie Plus und für Batterie Minus. Und da müssen wir natürlich ran. Das ist ja übrigens eine Eigenschaft meines Wechselrichters, die ich bisher noch gar nicht genutzt hatte, dass er das nämlich kann. Ne? Ja, das ist sowas, was man ja eigentlich oder wofür man diesen Wechselrichter jetzt kaum noch kriegt, weil jeder gerne eine Batterie hätte, um dann entsprechend auch nachts seinen Strom nutzen zu können. Das ist die Steuereinheit hier vorne. Genau. Und was hast du jetzt für zwei schöne Kabel angeschlossen? Natürlich die Verbindung zum Wechselrichter. Ja. Und jetzt haben wir hier noch eine schöne Klemmleiste, auf der muss also auch die Kommunikation mit dem Wechselrichter noch angeschlossen werden. Okay. Und in gelb-grün haben wir noch die entsprechenden Potenzialausgleiche, den wir machen können. Okay, jetzt ist das Ding angeschlossen. Abdeckung geht drauf. Viele neue Kabel kommen hier raus. Und da unten blinkt es schon. Heißt das denn, dass das Ding jetzt schon funktioniert? Noch nicht, wir müssen es noch konfigurieren. Ah, okay. Und das machen wir per App. Okay, da sind wir mal gespannt. Für mich ist ja vor allem die spannende Frage, auch erscheint das dann hinter in meiner Solar-Web-App? Der Speicher, sehe ich den dann? Korrespondieren die miteinander? All diese spannenden Fragen lösen wir gleich. Und ta-ta-ta-ta! Da ist er, läuft! Und was sehen wir? Charging! Grandios, mit vereinten Kräften haben wir es hinbekommen. Ihr seht auch schon in der App, es läuft. Den ersten Resuflex in Europa sollten wir vielleicht noch ganz kurz begießen. Was meint ihr dazu? Ja, gerne. Ja, machen wir's. Natürlich nur einen kleinen Schluck. Genau, wir sind ja im Dienst. Genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, die Herren. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, LG. Viel Spaß mit dem Gerät. Und viel Sonne in der Batterie. Ne? Dankeschön, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich auch gefallen. Ihr werdet sicherlich noch einiges hören von meinem LG Resuflex in der nächsten Zeit. Like bitte dieses Video, abonniert meinen Kanal, kommentiert gerne unten drunter, was ihr davon haltet oder was ihr sonst für Themen für meinen Kanal vorschlagen möchtet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.